Jetzt macht Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert eine folgenschwere Beobachtung. Sag mal, was geht denn da ab? Hallo? Hallo, geht's Ihnen gut? Alles in Ordnung, ist kein Problem. Das sieht aber nicht so aus, wenn alles in Ordnung ist. Alles klar, danke. Als ich vom Kaffeeautomaten gekommen bin, habe ich irgendwie am Fenster was wahrgenommen, habe da geguckt und habe gesehen, dass ein Auto vorgefahren war und eine Frau irgendwie aus dem Auto gezerrt, gezogen, geschubst, was auch immer wurde. Das konnte ich nicht so ganz genau sehen. Jedenfalls sah es sehr merkwürdig aus und habe ich natürlich mich eingemischt. Klar, es kann ja sein, dass irgendwie eine Straftat vorliegt oder irgendwie jemand unter Zwang irgendwas machen sollte, was nicht machen soll. Hallo. Hallo. Sind Sie Beamter? Ja, ich bin von der Kriminalkanzlei. Können Sie mir bitte vielleicht helfen? Klar, um was geht's denn? Mein Motorrad ist gestohlen worden. Motorrad ist gestohlen worden? Gucken Sie mal, das ist ein Problem. Wie kann ich Ihnen helfen? Carina Friedrich ist mein Name. Ja. Ich habe gehört, eine Vermisstenanzeige ist von mir rausgegangen. Mhm. Die ist, kann weg. Mir geht's gut. Wie, die kann weg? Ja, ich bin da, mir geht's gut. Sie wollen Ihre eigene Vermisstenanzeige zurückziehen? Mir geht's gut. Ja. Warten Sie mal einen Moment. Der Beamtin erscheint die Frau merkwürdig, weshalb sie Kriminaloberkommissarin Katharina Clemens hinzuzieht. Hallo. Wo ist die Person mit der Vermisstenanzeige? Vorne ist sie. Okay. Hallo, Sie sind Frau Friedrich. Friedrich. Ja. Frau Friedrich, Sie möchten eine Vermisstenanzeige zurücknehmen? Ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal ins Büro. Ja? Also es ist einfach nicht ungewöhnlich, wenn jemand eine Vermisstenanzeige auch wieder zurücknimmt. Was mich nur sehr verwundert hat, dass Frau Friedrich hier ihre eigene Vermisstenanzeige zurücknehmen wollte, die die Mutter aufgegeben hat. Und sie erschien hier ohne die Mutter. Zudem machte sie mir einen sehr nervösen Eindruck und einen sehr verängstigten. Nehmen Sie mal Platz. Nein, ich muss aber ein paar Fragen stellen. Jetzt erstmal zur Personalienfeststellung. Wie ist denn Ihr Vorname und Ihr Nachname? Carina Friedrich. Wo sind Sie geboren? In Mönchengladbach. Und wann? Am 24.10.89. Okay. Und Sie sind jetzt hier, weil Sie eine Vermisstenanzeige zurücknehmen möchten? Genau, weil ich bin da, mir geht's gut. So, die Vermisstenanzeige hat ja Ihre Mutter aufgegeben, ja? Ja. Die hat Sie als vermisst gemeldet und Sie waren wo in der ganzen Zeit? Bei Freunden war ich. Mir geht's gut. Ja? Ja. Sie machen mir aber einen sehr... Nein, mir geht's wirklich gut. ...bisschen kritischen Eindruck, ja. Wie kam es denn dazu, dass Ihre Mutter eine Vermisstenanzeige aufgegeben hat? Haben Sie sich bei ihr nicht gemeldet mehr oder... Nee, wir hatten Streit und dann habe ich mich einfach nicht gemeldet. Also gut, okay. Dann würde ich doch vorschlagen, Frau Friedrich, dass Sie doch mal ganz kurz Ihre Mutter anrufen. Gehen Sie einmal hier rum, ja? Oder haben Sie ein Handy bei? Nee, habe ich nicht bei gerade. Dann rufen Sie doch mal bitte hier an, dann können wir Ihrer Mutter Bescheid sagen, dass alles in Ordnung ist. Und dann gucken wir mal, dass wir das alles klären können. Mama, ja hallo, ich bin's, Carina. Ich wollte dir nur eben sagen, dass es mir gut geht, dass du die Vermisstenanzeige zurücknehmen kannst, ja? Hab dich lieb, tschö. Aber Frau Friedrich, das war jetzt ein sehr abruptes Gespräch, ja? Geht's Ihnen wirklich gut? Ja, mir geht's wirklich gut. Ich habe nur keine Zeit. Ich wollte noch los. Bei Kommissarin Clemens schrillen die Alarmglocken. Sie ahnt, dass der jungen Frau etwas Furchtbares zugestoßen sein muss und lässt sie zu deren eigenem Schutz nicht gehen. Mit Kollege Meinert will die Beamtin dem dunklen Geheimnis auf die Spur kommen. Sie waren doch gerade im Auto, ne? Sie sind doch da aus dem Auto irgendwie da rausgeschubst oder gezogen worden. Ich habe es gar nicht so ganz genau gesehen, aber auf jeden Fall sah es irgendwie ein bisschen nach Gewalt aus. Nee, ist alles in Ordnung. Wer war das denn da gerade? Das war ein Freund. Ein Freund? Ja, okay. Die Sache hat für mich von Anfang an gestunken, als ich sie gesehen habe und ihr Habitus gesehen habe, wie sie geredet hat, wie sie aussah, wie sie verängstigt da eingeschüchtert rumgesessen hat. Da habe ich gleich gedacht, irgendwas stimmt nicht. Vor allen Dingen im Kontext mit dem Vorfall auf dem Hof, das war die gleiche, habe ich gedacht, da ist einfach noch mehr da drin. Aber am Anfang wollte sie einfach nicht mit rausrücken, was da eigentlich Sache war. Wenn wir Ihnen helfen wollen, müssen Sie uns auch ein bisschen helfen. Frau Friedrich, können wir auch weiter was für Sie tun. Vor irgendwas haben Sie Angst. Sagen Sie es. Nein, das geht nicht. Was geht denn nicht? Was geht nicht? Das geht einfach nicht. Was haben Sie denn da am Hals? Um Gottes Willen, was ist das denn? Carina! Das ist die Mutter. Die Kommissarin hatte zuvor veranlasst, die Mutter auf die Wache zu bestellen. Nun bricht die junge Frau ein. Es ist ja anscheinend so, dass irgendwas ist. Wenn ich mir Ihre Arme angucke, also auch der was Hals. Ist denn da passiert? Das sieht doch nach Würgemalen aus oder nach Handgreiflichkeiten.
wurde festgehalten. Von wem? Shadi heißt er. Shadi? Shadi. Charlie. Und weiter? Er hat noch eine andere, weiter weiß ich nicht. Der hat noch eine andere? Er hat gesagt, wenn ich was sage, dann bringt er sie um. Was heißt eine andere? Ein Mädchen im Keller. Ein Mädchen im Keller? Ja. Was wir feststellen konnten, war, dass die Dame massiv unter Druck gesetzt wurde. Sie, nach eigenen Aussagen, hat sie im Raum des Täters, in seiner Wohnung, praktisch ihren Ausweis abgeben müssen. Sie hatte kein Handy mehr. Sie wurde praktisch, wenn man so will, entführt und ihrer Freiheit beraubt. Und war dann gezwungen, ihre Vermisstenanzeige, nicht ihre, sondern die von der Mutter, die über sie aufgegeben wurde, zurückzuziehen. Und hat dann erstmal auf Mau gemacht, weil sie Angst davor hatte, dass dem Mädel, das noch im Keller hockt, auch noch was Schlimmes passieren würde. Ist das der Guy, der auf dem Hof stand eben gerade? Ja, der wartet auf mich. Er wartet auf sie. Okay, dann müssen wir jetzt mal schnell gucken, was alles klar. So, dann bleiben Sie mal eben hier. In der Hoffnung, den Entführer noch auf dem Hof stellen zu können, stürmen die Beamten nach draußen. Scheiße! Ist er schon weg? Mist! Ich hab das Kennzeichen! Ich hab das sortiert! Mein Büro. Norbert Meinerts Instinkt liefert den Polizisten den entscheidenden Hinweis. Per Halterabfrage des Kennzeichens können sie den Kidnapper schnell identifizieren. Als ich das gehört habe, war mir klar, dass man erstmal das Erste machen muss, gucken, ob der noch auf dem Hof ist. Wir sind also runtergelaufen, wir haben gesehen, der ist nicht mehr da. Dann habe ich gedacht, Mensch, ich habe mir doch Gott sei Dank den Halter aufgeschrieben, den ich auf einem Notizblock im Büro noch hatte. Dann habe ich schnell eine Halteranfrage gemacht, habe dann dafür gesorgt, dass schon mal Streifenwagen hinfahren, um den Bereich weiträumig abzusichern, und sind dann selber schnell losgerauscht, um den Täter am besten noch in seiner Wohnung, wo auch immer, anzutreffen und vor allen Dingen auch diese Frau, die da ist, zu befreien. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Der Entführer scheint unberechenbar zu sein, im normalen Leben ein angesehener Arzt, hinter der Fassade ein Psychopath, der keine Liebe empfinden kann und in seinen Opfern die Frau fürs Leben finden will. Wir haben einen flüchtigen Täter, zweifache Freiheitsberaubung, Entführung, Körpermisshandlung, was immer dabei ist, wissen wir noch nicht ganz genau. Täter wohnt in diesem Haus, wahrscheinlich ist nur eine Person, geschädigte Opfer auch noch im Haus. Ja, okay. Ob das Opfer überhaupt noch am Leben ist, weiß zu diesem Zeitpunkt keiner. Herr Malsch! Okay, Fernsehen. Ah! Los. Ist sicher. Okay, kannst du da oben noch mal kurz reingucken? Ja. Nur kurz reingucken. Küche? Gut. Wir hatten zwar gehört, dass hier eine zweite Person wahrscheinlich im Keller festgehalten wird, aber da der Täter jetzt auch offensichtlich nicht mehr im Haus war, hatten wir natürlich auch immer noch im Hinterkopf, dass eventuell auch eine Entführung mit der Person auch stattgefunden hat und niemand mehr im Haus anzutreffen ist. Je länger die Beamten das Wohnhaus durchkämmen, desto größer wird die Befürchtung, dass ihr Einsatz zu spät kommt, bis sie im Keller eine unvorstellbare Entdeckung machen. Komm mal da geradeaus, weil die sind geradeaus. Okay. Oh, da ist jemand. Verletzte Person. Brauchen RTW. Okay, sofort RTW. Hallo? Können Sie mich hören? Leblos liegt das verbliebene Opfer in einem ausgebauten Kellerraum, in dem der Entführer es wochenlang gefangen gehalten hat. Hallo? Können Sie mich hören? Hallo? Die Person hat einen stabilen Puls gehabt, so wie ich das einschätzen konnte. Atmung war auch okay. Aber war völlig benommen, völlig benebelt, praktisch im Grunde genommen bewusstlos. Also war nicht ansprechbar, war nicht zu machen. Das Mädchen benötigt dringend ärztliche Hilfe, bevor sein Körper womöglich kollabiert. Nach wenigen Minuten treffen die Rettungskräfte ein und schaffen es, das Opfer zu stabilisieren. Also schießen einem mehrere Gedanken durch den Kopf. Ja, das kann man wahrscheinlich dann erst nach Dienstschluss alles sammeln. Aber das, was wir vorgefunden haben, war natürlich nicht schön. Es handelte sich ja um ein relativ junges Mädchen. Und ich möchte gar nicht wissen, was sie alles durchlebt hat. Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen umgucken, ob wir noch irgendwelche Hinweise auf den Täter finden. Ja. Er ist ja abgehauen, offensichtlich. Oh, mein Gott. Was ist denn hier los? Oh, sieht nach Spritzen aus oder sowas. Hier oben. Okay. Da wirkt auch sehr betäubt, die Frau. Ja, genau. Zum einen haben wir die Spritzen gefunden, des Weiteren Betäubungsmittel, was darauf schließen lässt, dass die Person unter Betäubungsmittel gestanden haben muss.
Mit psychologischer Hilfe schaffen es die beiden Opfer später, ihr unfassbares Trauma zu verarbeiten. Die Polizisten suchen fieberhaft nach einem Hinweis, wo sich der flüchtige Kidnapper aufhält. Doch der Mann ist wie vom Erdboden verschluckt. Plötzlich entdeckt Norbert Meinert eine heiße Spur. Schau doch mal. Was könnte da sein, ne? Da ist ein Bild von dem, da vorne sind ein paar. Vielleicht kannst du mal Egon anrufen, ob er nicht mal eine Fliegerfeststellung machen kann. Dass wir raus können anhand der Nummer, wer der Halter ist und wo das Ding stehen könnte. Das ist eine gute Idee, okay. Wir hatten von der Leitstelle dann erfahren, dass das Flugzeug auf einem Hangar A auf dem Flugplatz Mülheim stehen soll. Flugplatz 2 sogar in dem Hangar. Und die eine Kollegin hatte pfiffigerweise das Telefon gescheckt und hat gesehen, letzte gewählte Nummer war Flughafen Mülheim. Und dann gingen natürlich uns beide Alarmanlagen an. Und wir haben die Beine in die Hände genommen und sind dann ins Auto und ab zum Flughafen. Die Kommissare sind überzeugt, dass der Entführer mit seinem Flugzeug fliehen will. Als sie nach 15-minütiger Fahrt am Flughafen ankommen, wird ihnen sofort klar, dass der Mann seinen Plan ohne Rücksicht auf Verluste umsetzt. Was ist passiert? Brauchen Sie Hilfe? Wer war das? Was ist los? Wer war das? Oh mein Gott! Los, haltet den auf! Der Täter sitzt bereits in seinem Flugzeug und rollt zur Startbahn. Die einzige Möglichkeit, ihn noch aufzuhalten, ist, ihm den Weg abzuschneiden. Das riskante Manöver gelingt. Die Lage bleibt gefährlich. Der Kidnapper hat eine Pistole und keine Skrupel zu schießen. Doch in der Eile haben die Beamten keine Zeit, ihre schusssicheren Westen anzuziehen. Bestimmte Situationen, die kann man nicht erahnen, aber man wird auf jegliches wird man natürlich ausgebildet, ja. Und auch auf diese Situation sind wir natürlich absolut geschult. Die Kollegen haben alles richtig gemacht. Sie haben das Flugzeug mit dem Polizeiwagen zum Stoppen gebracht. In der Bucht. Die eingesetzten Kräfte, also überhaupt Polizeibeamte, sind geschult für auch spezielle Einsätze wie diesen. Das heißt, dass man auch mal ein Fahrzeug stoppen muss oder auch sogar ein Flugzeug stoppen muss. Kommt natürlich auch nicht jeden Tag vor, aber es passiert. Und dementsprechend versuchen wir das Risiko zu kennen und zu mildern. Aber es ist immer eine Gefahr, es ist immer kribbelig und man riskiert sein Leben auch für manchmal wenig Geld eigentlich. Ihr Schweine, verschwindet! Verschwindet! Sind Sie verletzt? Ja, ich hab mich angeschossen. Verschwindet! Lass mich in Ruhe! Geht weg! Hau ab! Geht weg! Lass mich in Ruhe! So wie sich das dargestellt hat, wie ich ihn dann im Flugzeug vorgefunden habe, sah es so aus, als wenn er einen Streifschuss im Arm hatte und keine weiteren Schussverletzungen. Er hat zwar geschrien wie am Spieß, aber letztendlich betreffs der Eigensicherung und des Abführens des Täters müssen wir ihn einfach so festsetzen, als wenn gar nichts passiert wäre. Nach der Festnahme rufen die Polizisten den Rettungsdienst, um den psychopathischen Arzt sowie den angeschossenen Flughafenmitarbeiter medizinisch versorgen zu lassen. Wir haben hier zwei verletzte Personen, zweimal Schussverletzungen. Der Täter ist festgenommen, auch im Polizeigewahrsam im Moment. Wir haben RTW angefordert und haben schon die Opferperson befragt. Ja, ich habe verstanden. Die Spurensicherung ist auch schon informiert worden von den Kollegen, die fährt jetzt raus zu euch. Verstanden. Der Täter hat eine ganze Menge auf seiner Kappe mittlerweile. Da kommen erstmal zwei Entführungen in Betracht, Freiheitsberaubungen. Körperverletzungen an den Frauen, in welchem Detailumfang müssen wir noch klären. Dann haben wir natürlich die schwere, gefährliche Körperverletzung durch die Schusswaffe, eventuell sogar ein versuchter Totschlag des Flughafenmitarbeiters und noch mehrere versuchte Totschläge an den Polizeibeamten, die im Einsatz waren. Damit steht dem Täter eine langjährige Strafe im Gefängnis oder in der forensischen Psychiatrie bevor.